super positiv ist gerade dieser Umfrageteil, also diese Brainstorming-Geschichte. Es ist enorm, wie schnell die Mitarbeiter darauf reagieren, wie viel brauchbarer Inhalt das da zurückkommt. Also ich habe öfters Kundenpräsentationen oder Meetings hier im Haus, wo sowas zum Thema ist, wie machen wir Austausch zum Beispiel in einem Intranet. Und ich stelle dann zum Test irgendeine Frage am Anfang des Meetings und nach 2 Stunden habe ich garantiert 4, 5 Antworten zu dem Thema. Und das ist in Kundenpräsentationen natürlich enorm eindrücklich, wenn man sieht, was wir für eine offene Kultur haben. Wenn man denkt, in Großunternehmen ist es auch öfter so, dass man die Informationen für sich behält, damit man selber genug wichtig bleibt. Und das ist bei uns das pure Gegenteil. Also da hat jeder Freude, wenn einem Mann was helfen kann. Und das können wir hier jetzt auch zeigen, wie das eben funktioniert. Das war vorher mit den Mails, konnte man das ja nicht zentral mit Statistiken belegen, dass wir diese Kultur haben. Und das kann ich heute jedem Kunden, jedem neuen Mitarbeiter oder potenziellen neuen Mitarbeiter, kann ich das zeigen, wie das bei uns funktioniert. Ja. Und das ist für mich immer noch das Schönste überhaupt im Ganzen. Und ja, Marcel, dieses Brainstorming in Umfrage, das interessiert mich besonders, denn wenn mir andere Leute helfen, das finde ich cool. Ja. Hast du da mal Beispiele? Du hast hier schon eine Seite aufgemacht. Ich habe hier mein Paradebeispiel. Das war eine Umfrage, die ich für einen Kunden gemacht habe. Und dann wird es eben auch geschäftsrelevant. Also es war so, dass wir uns beworben haben, ein neues TV-Programm zu entwerfen. Und da habe ich mal gefragt, auf welchen Seiten Mitarbeiter denn ihr TV-Programm konsumieren. Und habe innerhalb von wenigen Stunden habe ich 20 Antworten gekriegt. Das ist eine lange Liste von Antworten, die relevant sind. Und ich konnte das gerade einbauen im Pitch beim Kunden. Ich habe schon mal eine Umfrage gemacht bei unserem Mitarbeiter. Da habe ich die und die und die Antworten gekriegt. Und das war ganz anders, als sie der Kunde erwartet hat. Die Antworten, und somit kann man eben zeigen, wie sowas auch schnell geschäftsrelevant war. Das war für ihn dann, die sind involviert, die machen sich Gedanken, die denken mit, die Ergebnisse sind spannend, die sind anders, als ich als Kunde mir das vorgestellt habe, und so wird eben sowas eben schnell auch wirklich Business. Meinst du jetzt, das hat sich so ergeben, weil es eben von dir kam, namentlich? Denn man sagt ja, beim Bloggen geht es nicht nur um den Content, sondern vor allem um das Individuum oder die Person, die dahinter steht. Das ist schon richtig. Das spielt natürlich sicher eine Rolle, wer fragt. Aber ich denke, noch wichtiger als wer fragt, ist, was ist es für eine Frage? Wenn es eine Frage ist, wo jeder denkt, zuerst mal 2 Sekunden selber überlegen und dann die Frage stellen, dann kommt es sicher nicht so gut an. Aber eben wenn es ein spannendes Thema wie Fernsehprogramm, schreiben muss, sondern auch schnell frei raus die Antwort. Das kann man ja sehen, oder? Die Frage war eine Zeile lang, da kam ein Bild, aber das ist mehr zur Motivation. Und dann die Antworten, die sind alle auch nicht lange, oder? Aber das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich muss nicht mehr.